Hallo, liebe Freunde. Wir sind heute mit einem neuen Thema dran. Wir haben unsere Lehrveranstaltung über die Säugetiere oder wenn diejenigen, die Jägerprüfung machen, nennen das manchmal auch Haarwild, soweit abgeschlossen. Und wir kommen jetzt zu dem Federwild oder den Vögeln. Die Gruppe der Vögel in der Taxonomie, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Taxonomie ist etwas, was wir heute jetzt nur noch sehr, sehr zurückhaltend uns angucken. Nichtsdestoweniger ist natürlich nicht ganz unwichtig. Das wäre was, was Sie mal nachlesen könnten. Die Vögel ist im Grunde die taxonomische Klasse der Aves oder Vögel eben im Tierreich. Und wir beschäftigen uns heute mit den Entenvögeln. Das ist die der Anatidae oder Entenvögel. So, das ist eine Gruppe, die sich zusammensetzt mehr oder weniger aus vier Artengruppen. Zum einen die Schwäne, zum anderen die Enten, die man nochmal weiter unterteilen kann, dann die Gänse und dann die Säger. Das sind also praktisch diese vier Gruppen zusammen, machen die Entenvögel aus. Und bei den Enten selber, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen, kann man auch nochmal sowohl nach ökologischen Kriterien als auch durchaus nach Nutzungskriterien in verschiedene Kategorien einteilen. Wir fangen mal an mit den Schwänen. Die Schwäne sind bei uns in Mitteleuropa vor allen Dingen vertreten durch den Höckerschwan. Das ist der häufigste, auch immer allgemein bekannteste Schwan. Man findet ihn mehr oder weniger futterzahm auf fast allen Gewässern. Es gibt aber durchaus auch wilde Vorkommen. Und diese sind eigentlich klassischerweise angesiedelt in dem Bereich der Nord- und Ostsee-Region im nördlichen Mitteleuropa. Im Süden kommen Schwäne vor bis zum Alpen-Nordrand. Und dann erstreckt sich die Verbreitung weiter nach Osteuropa und nach Asien. Überwinterungsgebiete sind auch die Nord- und Ostseeküste, aber eben auch durchaus ganz Deutschland. Dieser Wildpopulationen, bei den Futterzahnpopulationen kann man sagen, dass die Überwinterung meistens dann auch an dem Ort stattfindet, wo sie brüten. Das heißt, die ziehen meistens gar nicht mehr weg. In sehr kalten Wintern kommt es allerdings vor, dass Schwäne eben auch von hier aus nach Südwesteuropa, also vor allem nach Frankreich und nach Spanien, wegziehen und dann im nächsten Jahr wiederkommen. Die Höckerschwäne sind im Grunde ja an Flachwasserzonen der Gewässer ökologisch gebunden. Das heißt, die haben so ungefähr bis 150 Zentimeter Wassertiefe, was sie eigentlich als ideal empfinden. Sie brauchen ausreichende Unterwasservegetation. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie eben auch gründeln. Dieses Gründeln ist eine Form der Nahrungsbeschaffung. Wenn die Tiere auf der Wasseroberfläche schwimmen, dann müssten sie praktisch, wenn sie gründeln wollen, mit dem Hals, den sich einfach nach vorne klappen und den Körper bzw. den Stoß über Wasser halten, bis zum Gewässergrund kommen. Und das ist dann auch begrenzend für die Wassertiefe. Das haben wir bei den Schwänen eigentlich sehr schön, kann man das beobachten. Da sind eben diese 1,50 Meter Wassertiefe genau das, wo der Schwan noch mit seinem Hals nach unten an den Gewässergrund kommen kann. Bei den Enten, den Gründelenten, da kommen wir nachher nochmal drauf, ist das natürlich entsprechend weniger. Aber insgesamt befinden wir uns noch in der Flachwasserregion der Gewässer. Höckerschwäne, hatte ich schon gesagt, kommen auch futterzahm auf vielen Gewässern vor, brüten dort oftmals in Kolonien. Das ist eigentlich für einen Höckerschwan nicht ganz typisch. Normalerweise hat er durchaus ein Brutterritorium, was er auch gegen Artgenossen verteidigt. Auch interessanterweise gegen Nicht-Artgenossen, gegen andere Wasservögel. Das ist übrigens ein Phänomen, was bei Entenvögeln gelegentlich mal auftritt. Da kommen wir nachher bei den Gänsen nochmal drauf. Aber wir haben eben bei hohen Populationsdichten, gerade dieser futterzahmen, Populationen sind es nicht, sondern es sind Bestände, Teilpopulationen, haben wir häufig dann eben dieses
kolonieartige Brüten, was aber eben nicht eine Kolonie darstellt, wie das bei den klassischen Koloniebrütern so ist, sondern das sind letztendlich nichts anderes als Mini-Territorien. Das heißt, jedes Schwanenpaar hat ein Minimalterritorium von ein paar Handbreit um sein Nest herum und dadurch rücken die dann eben sehr eng zusammen und es sieht aus wie eine Kolonie. Das hat aber auf der anderen Seite, dass es nicht so ist, merken wir daran, dass wir da ein recht hohes Stressniveau offenbar in diesen Pseudokolonien haben. Und das führt dann eben auch zu geringeren Reproduktionsraten dieser urbanen oder suburbanen Höckerschwarmbestände. Reproduktionsrate ist das Stichwort. Zur Fortpflanzung kann man sagen, Schwäne leben über viele Jahre monogam. Das ist generell bei Entenvögeln die Tendenz zu einem Partner, relativ groß, mit dem man sich bindet, entweder für die Saison oder aber auch für längere Zeiträume, wie das über mehrere Jahre geht. Zum Teil auch lebenslang, wie das bei den Gänsen sehr typisch ist. Der Begriff monogam ist natürlich ein sehr stark vermenschlichender Begriff. Da müsste man eigentlich auch als Fachausdruck etwas Neues dafür entwickeln. Letztendlich ist es eine entweder mehrjährige oder saisonale Bindung an einen Partner. Schwäne sind Bodenbrüter. Sie nisten in Wasserpflanzenbewuchs, Schilf zum Beispiel, Röhricht, suchen sich oft kleine Inseln, suchen sich Uferregionen, wo sie sehr gut sich auch verstecken können. Und ab April, kann man sagen, fängt das Männchen an, Nistmaterial herbeizuschaffen. Das Weibchen verarbeitet dieses Nistmaterial dann zum Nest. Und dieses Brutrevier ist normalerweise sehr groß, wie eben schon gesagt, in der Brutzeit. Da werden andere Artgenossen, aber auch andere durchaus Arten daraus vertrieben. In den futterzahmen Schwanen, Subpopulationen sieht das oft mal anders aus. Das Gelege wird dann im April und Mai gelegt und es sind 4 bis 7 Eier. Die Brutdauer beträgt etwa 35 bis 36 Tage. Nach dem Schlüpfen sind die Küken erstmal so typische graue, wollknäuelartige kleine Tiere. Die hungern ein paar Tage und fangen dann aber schon sehr schnell an, im Gewässer nach Nahrung zu suchen. Schwäne sind klassische Pflanzenfresser, überwiegend Pflanzenfresser, kann man sagen, gegenüber den Enten beispielsweise, die ja oft auch einen gewissen Anteil an tierischer Nahrung aufnehmen. Die Altschwäne pflücken praktisch vom Gewässergrund Wasserpflanzen ab und legen dann die den Jungtieren im Gewässer vor, so dass die das praktisch an der Wasseroberfläche schön aufnehmen können. Jungschwäne sind dann relativ lange noch nicht flugfähig. Erst mit 4 oder 5 Monaten werden die jungen Schwäne flugfähig. Das ist natürlich auch eine ziemlich heikle Phase in Bezug auf Prädation. Diese Familienverbände bleiben oft auch sehr lange zusammen, zum Teil über mehrere Jahre. Wie geht man mit Höckerschwänen um? Das ist nicht ganz einfach. Gerade die futterzahmen Bestände nehmen natürlich massiv zu. Und wenn man jetzt gerade in bestimmten Parkanlagen Probleme mit diesen Tieren kriegt, dann ist eben guter Rat teuer. Sie werden in Deutschland eigentlich traditionell kaum regulär bejagt, obwohl sie in vielen Ländern oder meisten Ländern eine Jagdzeit haben. Das hat natürlich einmal mit der Bindung der Menschen an diese schönen weißen Vögel in den Städten zu tun. Das heißt also, wenn sie dort direkt in den Städten oder am Rand der Städte bejagen würde, wäre das natürlich oft den Bürgern kaum zu vermitteln. Im Übrigen sind es weiße Tiere. Weiße Tiere sind in der jagdlichen Mythik, kann man sagen, immer schon etwas schwierig gewesen. Also weiße Tiere erlegt man nicht. Das ist so eine alte jagdliche Grundregel. Auch also von daher gibt es eine gewisse Hemmung. Aber das Entscheidende ist tatsächlich die Öffentlichkeitswirkung. Wenn man jetzt im urbanen Raum Schwäne jagen würde, das wäre sehr, sehr problematisch und sehr schwer zu ermitteln. Was kann man tun? Man könnte ja theoretisch die Eier wegnehmen, das funktioniert aber nicht, weil die Gelege dann meistens, also die Schwäne meistens Nachgelege machen. Was gelegentlich gemacht wird, sind dann eben die Eier zu beschädigen, also einfach ein Loch reinstechen, sodass die Schwäne dann trotzdem brüten, aber eben nicht viel gut Erfolg dabei rauskommt. Das sind so die klassischen Managementmethoden, die wir eigentlich im Moment haben. Oft passiert letzteres dann auch auf Initiative der Ordnungsbehörden. Ja, weitere Schwanenarten will ich kurz nur dem Namen nach nennen. Die könnten Sie sich
im Selbststudium nochmal so ein bisschen erschließen. Da gibt es einmal den Singschwan, gerade durch diese typische gelbe Schnabelwurzel gekennzeichnet. Diese gelbe Schnabelwurzel allerdings in etwas anderer Form, nämlich nicht so ganz nach unten gezogen, hat auch der Zwergschwan, wobei der Zwergschwan eben auch, wie der Name schon sagt, durch seine deutlich geringere Größe auffällt und auch zu unterscheiden ist. Ja, das waren im Grunde schon die Schwäne, also die erste Gruppe der Entenvögel. Wir kommen jetzt zu den Gänsen, und zwar zu den eigentlichen Gänsen. Die bekanntesten Vertreter dieser Gänse ist eigentlich die Graugans. Graugans ist eine Art, die zum einen natürlich auch die Ausgangsform der Hausgans ist und die eben extrem weit in Mitteleuropa verbreitet war und auch wieder ist. Wir haben verschiedene Formen, so kann man sagen. Wir haben im Grunde eine westliche Form und eine östliche Form. Die westliche Form brütet praktisch von Island, Schottland, Skandinavien im Süden bis in den Kaukasus. Und die östliche Form, die brütet dann etwa ja vom 40. Längengrad an, kann man sagen, ostwärts. Das heißt also Asien bis Kamtschatka, der Norden Chinas und im Südosten dann nach Zentralasien bis nach Afghanistan. Wir haben Graugänse, die in Mitteleuropa auch lange Zeit selten waren, verschwunden waren, vor allen Dingen durch Verlust der Lebensräume, durch Verlust von entsprechenden Gewässern, ungestörten Gewässern zum Brüten, haben wir in der Vergangenheit anthropogene Ansiedlungen oder Wiederansiedlungen gehabt. Der Dümmer ist da ein Beispiel. In Nordrhein-Westfalen wurden Graugänse angesiedelt in verschiedenen Gegenden Bayerns. Mittlerweile hat sich aber der Bestand absolut erholt. Das heißt also, solche Ansiedlungen sind im Moment nicht mal notwendig. Im Gegenteil, Graugänse ist eigentlich eine der vielen Arten, die in den letzten, ich sag mal, 50 Jahren von einer sehr seltenen Art, ich will nicht sagen gefährdet, weil das betrifft die Gesamtpopulation und die war eigentlich nicht gefährdet, aber in einer Mitteleuropa seltenen Art sich entwickelt hat, wieder zu einer vergleichsweise häufigen Art, die im Moment der Landwirtschaft auch massive Schäden verursacht, wo man einfach überlegen muss, wie gehen wir damit um. Graugänse sind eigentlich klassische Zugvögel. Sie überwintern, die mitteleuropäischen Tiere überwintern typischerweise im Mittelmeerraum. Gelegentlich bleiben sie aber eben auch an der Nord- oder an der Ostseeküste, vor allen Dingen auch die skandinavischen Individuen. Heißt aber im Grunde auch, im Herbst und Frühjahr, also wenn die Zugzeit ist, kommen Graugänse als durchziehende Vögel eigentlich in ganz Deutschland regelmäßig vor. Graugänse brüten, ich hatte es eben schon erwähnt, an möglichst ruhig gelegenen, nicht gestörten Gewässern. Vegetation muss es hinreichend da sein, auch als Deckung. Es sollten auch durchaus landwirtschaftliche Flächen oder Wiesen in der Nähe sein, damit sie dort im Grunde Nahrung finden. Graugänse, hatte ich auch schon kurz erwähnt, haben im Grunde eine sehr lange partnerschaftliche Bindung. Es gibt eine sogenannte Verlobungszeit, auch hier wieder der vermenschlichende Begriff. Im Alter von etwa 1,5 Jahren finden sich schon die zukünftigen Partner zusammen. Mit 2 Jahren werden die Gänse dann geschlechtsreif. Paarungszeit ist auch hier März, April. Die Gans, also das weibliche Individuum, ist vor allen Dingen für den Nestbau zuständig. Sie baut also zunächst mal eine flache Mulde aus pflanzlichen Strukturen, Pflanzenhalmen. Dann rupft sie sich praktisch an der Körperunterseite zwischen den Pelzdunen, Nestdunen, die sind ganz helle Daunenfedern aus und umgibt sozusagen das Gelege mit denen. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Wärmeisolation für das Brutgeschehen. Das Gelege ist oder hat dann zwischen 4 und 9 Eiern meistens. Die weibliche Gans brütet alleine, brütet etwa 4 Wochen und der Ganter ist eigentlich damit beschäftigt, das Nest zu bewachen. Das heißt also, diese Wachsamkeit ist bei Gänsen ja sprichwörtlich. Wer von Ihnen vom Lande kommt, weiß, dass eben Gänse durchaus auch wie Wachtiere, wie Wachhunde fast fungieren können. Auch in den alten Römern hatten Gänse schon durchaus solche Funktionen. Das heißt also, der Ganter ist eigentlich für das Bewachen des Nestes zuständig. In den Pausen treffen die beiden sich mal und ansonsten kommt der Ganter erst wieder, wenn die Gössel geschlüpft sind, zum Nest zurück.
Die Gössel, die Junggänse, sind klassische Nestflüchter. Mit 1 bis 2 Tagen verlassen sie endlich das Nest. Sie kommen aber zur Nacht dann in den ersten 1 bis 2 Lebenswochen gerne zum Nest zurück. Gelegentlich, wenn das Nest unsicher geworden ist, wenn Prädatoren in der Nähe beobachtet wurden von den Eltern, kann aber durchaus passieren, dass die Gänse aus diesem Brutgebiet abwandern. Das sieht man dann gelegentlich mal auch, wenn die dann Straßen überqueren im Fußmarsch, der berühmte Gänsemarsch, wo dann praktisch die ganz vorneweg, der ganze am Schluss und dazwischen dann die Jungtiere über in der Reihe über solche Strukturen wie Straßen drüber laufen. In den ersten Tagen werden die Jungtiere eigentlich beim Schwänen auch von den Eltern bei der Nahrungsaufnahme unterstützt. Die Entwicklung, der, bis sie Flügge sind, dauert etwa bis zum September. Ende September kann man sagen, sind sie voll flugfähig. Gänse haben insgesamt auch in der Zeit und auch darüber hinaus ein sehr differenziertes Familienleben. Die Junggänse untereinander kennen sich individuell, kommunizieren miteinander, halten auch irgendwo zusammen, kann man sagen. Das heißt also, da gibt es eine ganz hochentwickelte soziale Gemeinschaft. Interessant ist bei der Gans, dass der Warnruf, oder ganz interessant ist eigentlich normal, dass der Warnruf angeboren ist. Das heißt also, wenn Gänse warnen, das müssen die Gössel nicht erst lernen. Ist im Grunde logisch, weil wenn sie es lernen müssten, könnte es zu spät sein schon. Der Lockruf der Eltern wird allerdings erlernt. Das heißt also, diese Prägung auf die Elterntiere ist eine ganz spannende Geschichte in der Verhaltensforschung auch gewesen in der Vergangenheit. Konrad Lorenz ist einer von den Namen, die damit eng im Zusammenhang stehen. Der hat im Augen-System viele interessante Fragen bearbeitet. Unter anderem hat er eben auch Augen geprägt und hat dann deren Verhalten studieren können. Das kann man eben mit diesen Tieren machen, diese Prägung auf die Eltern erst in einer gewissen paar Tagen Lebensdauer haben. Das individuelle Erkennen von Familienmitgliedern geschieht meistens auch mit Laugen. Ja, die Nahrung bei Graugänsen ist auch im Wesentlichen pflanzlich. Wir hatten das ja eben schon mit den Schwänen. Dabei kommt allerdings so ziemlich alles auf den Tisch, könnte man sagen. Sowohl Gräser, Spitzen von Gräsern, krautige Pflanzen, Blätter, Wurzeln, Sämereien und dann auch sehr spezielle Pflanzen wie Miere, wie Klee, wie Löwenzahn, bei Wasserlinsen und Ähnliches, gerade bei den Jungtieren, sind diese weicheren Pflanzenteile noch sehr beliebt. Der Aufschluss der Pflanzenteile ist bei Vogelarten oft so, wird durch eine kräftige Magenmuskulatur plus den sogenannten Grit, also letztendlich aufgenommenen kleinen Steinchen, zerrieben und dann durch eine sehr lange Blinddarmpassage auch sehr intensiv aufgeschlossen und verdaut. Gänse, das ist auch im Unterschied zu den Enten eigentlich ganz wichtig, nehmen meistens tagsüber Nahrung auf, sind also tagsüber am Weiden und nachts ruhen sie meistens auf dem Gewässer, bei den Enten ist es oft umgekehrt. Ja, wie gehen wir mit Graugänsen um? Graugänse sind, wie schon gesagt, mittlerweile wieder häufig geworden. Man kann sie also nachhaltig nutzen, man kann sie auch bejagen. Solche Bejagung hat immer 2 Gründe bei den Gänsen. Zum einen klar, einfach wie die Nutzung als Gänsebraten. Das ist das naheliegendste und wohl auch bodenständigste und auch letztendlich nachhaltigste. Bejagung, um Schäden zu verhindern, wird auch praktiziert. Da muss man halt wirklich sehen, welchen Effekt hat tatsächlich die Bejagung, das heißt die Entnahme von Tieren aus der Population durch Jagd auf die Gesamtpopulation. Meistens ist es so, dass dann eher das Jagen eine vergrämende Funktion hat, also Flächen, die häufig bejagt werden, Gänse sind nicht dumm, die merken sich ja sehr schnell, so dass man also durch Bejagung auch Gänse von bestimmten Flächen vergrämen kann. Mit der Jagdzeit geht man in vielen Bundesländern sehr unterschiedlich um. Generell geht man mit der Gans ein bisschen zweischneidig um. Auf der einen Seite in den Zugzeiten die große Sorge, dass auch mal eine andere, ähnlich aussehende Gänseart zur Strecke kommen könnte, wenn man sie in den Zugzeiten bejagt. Das heißt, es werden da oft einfach auch Fenster der Nichtbejagung in der Zugzeit gemacht. Ob das wirklich fachlich so sinnvoll ist, sollte man hinterfragen. Das ist im Moment Naturschutz politisch so meistens eingerichtet. Die nächste Frage ist eben auch die Brüter und Nichtbrüter. Also es gibt durchaus einen Teil des
lokalen Gänsebestandes, der gar nicht brütet, die könnte man eigentlich in Zeiten bejagen, wo die anderen dann letztendlich auch brüten. Das sind aber alles Fragen, die in Zukunft noch geklärt werden müssen und die dann letztendlich auch jagdpolitisch, artenschutzpolitisch diskutiert werden müssen. Da sind wir bei den Gänsen eigentlich noch nicht wirklich weit und haben eigentlich noch nicht wirklich konsistente Strategien entwickelt. Eine andere interessante Gänseart ist die Saatgans. Die Saatgans wird bei uns nicht bejagt. Das ist immer eine der Arten, vor der man immer die Scheu hat, dass da vielleicht mal eine erlegt werden könnte von. Die Saatgans hat in ihrem gesamten weltweiten Verbreitungsgebiet mehrere Unterarten, kann man sagen. Wir sprechen meistens von 6 Unterarten. In Deutschland gibt es davon 3, nämlich die Waldsaatgans, das ist die Ansa verbalis verbalis. Dann gibt es die Tundra-Saatgans, die Ansa verbalis rossicus und die Kurzschnabel-Saatgans, Ansa verbalis brachyrhynchus, wobei die Kurzschnabel-Saatgans oft auch als eigene Art geführt wird, als Kurzschnabelgans bezeichnet wird. Aber im Grunde ist es eine Unterart der Saatgans. Wie gesagt, das Verbreitungsgebiet, was sich im Grunde sehr weit im Bereich der Nordhalbkugel erstreckt, vom östlichen Grönland bis ins nördliche Eurasien und dann noch weiter Richtung Sibirien und Asien, das bedingt eigentlich auch sehr stark schwankende Populationsumfänge bei der Saatgans, über deren Ursachen, wo die Ursachen lokalisiert sind, was ob die Ursachen sind, wir noch sehr wenig wissen. Wir sehen immer nur die Populationsschwankungen letztendlich. Um da so ein bisschen Licht reinzubringen, muss man sich auch so ein bisschen klar sein, wo sind die Hauptbrutgebiete. Die Waldgans brüten vor allen Dingen, wie der Name schon sagt, in Sümpfen und an Gewässern großer Waldgebiete. Überwinterungsgebiet reicht von Großbritannien dann letztendlich über ganz Europa bis zum Schwarzen Meer. In Deutschland kommt also die Waldsaatgans im Winter vor. Die Tundra-Saatgans brütet, wie der Name auch hier andeutet, in den arktischen Tundren und zieht im Winter entweder nach Süd-Südwesteuropa auf der einen Seite oder nach China auf der anderen Seite dann. Und die Kurzschnabelsaatgans brütet klassischerweise in Ostgrönland, in Island und Spitzbergen, überwintert in den englischen Küsten, in Nordwesteuropa und vor allen Dingen nur in strengen Wintern haben wir sie auch hier in Mitteleuropa als Gast. Die Blässgans wird ebenfalls bei uns nicht genutzt, nicht bejagt, ist eine Art des hohen Nordens, zirkumpolar eigentlich im Bereich des Polarkreises brütet sie. Allerdings gibt es eben eine grönländische und sibirische Population oder Teilpopulation, das ist eher Teilpopulation, die überwintert zum Teil auch in Nordwesteuropa und kann eben auch dann durchaus in Nordwestdeutschland mal auftauchen. Ja, das waren im Grunde die sogenannten grauen Gänse. Jetzt sind wir bei einer Unterteilung, die so etwas Mittelding zwischen Taxonomie und auch optischem Eindruck ist, wobei die Verwandtschaft dieser drei grauen Gansarten schon sehr nah ist. Bei den Gänsen eine eigene Gruppe bildet die Kanadagans und ein paar Verwandte. Das ist die Gattung Branta, die wir an einigen Stellen auch noch gleich nochmal wiederfinden werden. Kanadagänse sind klassischerweise auf dem amerikanischen Kontinent beheimatet. Auch hier kommen sie in einem sehr, sehr breiten geografischen Raum vor. Im Grunde beginnen tatsächlich von Kanada, Alaska bis nach Süden, bis nach Mexiko, also letztendlich von über verschiedenste klimatische Zonen auch verbreitet. Kanadagänse wurden in Europa anthropogen angesiedelt, sind also letztendlich Neozoen. Zunächst mal wurden sie in Schweden angesiedelt, in Großbritannien. Dann gab es Ansiedlungen in den Niederlanden, in Deutschland seit den 1970er Jahren auch. Hier Ansiedlungen. Interessant ist auch, dass die schwedischen Vögel, die man dort auswilderte, eine eigene Zugtradition entwickelt haben. Die kommen beispielsweise im Winter von Schweden dann nach Mitteleuropa, nach Deutschland zum Beispiel auch geflogen, um hier dann den Winter zu verbringen. Hinzu kommt auch bei der Kanada ganz zunehmend das Auftreten von futterzahmen Beständen in den urbanen Regionen.
Management, kann man ganz kurz sagen, Kanadagänse können endgültig auch, wenn sie sehr nachhaltig problemlos genutzt werden. Eine andere Art, die bei uns nicht gejagt und nicht genutzt wird, ist die Nonnengans, auch eine Gattung Brantha. Nonnengans, warum sie so heißt, sehen wir hier eigentlich ganz eindrucksvoll, dieses schwarz-weiße Hals, schwarz-weiße Hals- und Gesichtsregion. Hier sehen wir also im Grunde ein Paar. Sie sehen auch einen nicht vorhandenen oder kaum vorhandenen Geschlechtsdimorphismus. Bei den Enten ist das anders, bei den Enten ist es eigentlich typisch. Und diese kleinen Bössel dabei. Nonnengänse brüten typischerweise im hohen Norden, in Grönland, in Spitzbergen, in Sibirien. Die entsprechenden Teilpopulationen haben dann unterschiedliche Überwinterungsgebiete. Die grönländischen Nonnengänse überwintern im Wesentlichen in England. Die Brutbestände Russlands überwintern in Nordwestdeutschland und in den Niederlanden. Das heißt also, wir finden im Wattenmeer, in der südlichen Nordsee, zwischen November und März Nonnengänse. Und diese Nonnengänse ernähren sich typischerweise in den Salzwiesen der Watten. Aber sie haben auch zu sehen, zum zunehmend jetzt die Agrarflächen, also Kriegsschläge, grünlandische Schläge oder Äcker als Nahrungsquelle sich erschlossen. In Deutschland, wie schon gesagt, sie werden nicht genutzt, ganzjährig geschont. Ganzjährig geschont ist auch die Ringelgans, eine ebenfalls Vertreterin der Gattung Brantha. Sie brüten zirkumpolar an sehr, sehr vielen Küsten der arktischen Region. Da gibt es dann wieder Teilpopulationen, die in den britischen Inseln überwintern, das sind vor allem die Gänse aus Grönland. Und die sibirischen Ringelgänse, die treffen wir im Winter auch in Mitteleuropa. Zum Biotopanspruch der Ringelgans vielleicht nur ganz kurz. Sie war früher ausschließlich, wenn sie denn hier im Winter zu finden war, im Wattenmeer zu finden. Das heißt, sie weidete eigentlich hier auf den Salzwiesen vor allen Dingen mittlerweile auch hier. Die Entwicklung ist auch die Ringelgänse zunehmend sich auf Flächen innerhalb der Deiche bewegen, also auf Agrarflächen auch zur Nahrungsaufnahme sich hinbewegen. Neben den Strandpflanzen, die ursprüngliche Nahrung waren, nehmen halt vor allen Dingen die Wintersaaten oder die Wiesengräser als Nahrung dazu. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Grauzone zwischen den Gänsen und den Enten. Die Brandgans oder Brandente, da kann man sich also lange Zeit diskutieren, ob das den Gänsen oder den Enten gehört. Die hat Merkmale eigentlich beider Gruppen. Die Brandgans oder Brandente ist ein klassischer Brutvogel der Nord- und Ostseeküste, weit verbreitet, auch in Teilen des Mittelmeerraumes vertreten und im Osten Eurasiens vertreten. Also eigentlich an vielen, vielen Stellen des Eurasischen Kontinents anzutreffen. Interessant ist von der Brandgans ein Phänomen, das wir als Mausertief im Wattenmeer oder im Wattenmeer bezeichnen. Da finden wir also im Bereich der sogenannten großen Knechtlandes in der Mündung der Elbe und Weser Ansammlungen, die sich immer von 1500 Gruppen Vögeln dort in zusammenfinden und dort die Mauser durchmachen. Zum Thema Mauser kommen wir gleich am Beispiel der Stockente nochmal. Zu der Besonderheit vieler Enten und Entenvögel, weshalb es auch wichtig ist, dass diese Mauserzeit in einer Region verbracht wird, die letztendlich vor Prädatoren weitgehend sicher ist. Bei der Brandgans zum Biotop kann man sagen, eine Art der Küste und eine Art größerer Gewässer und Feuchtgebiete. Brandgänse brüten typischerweise oder zumindest sehr häufig in Höhlen. Das heißt also, sie nutzen oftmals alte Kaninchen oder auch alte Fuchsbaue, um dort ihr Gelege vorzubereiten. Interessant ist auch hier das Phänomen, was wir Burgfrieden nennen. Wir hatten das ja schon mal bei den Carnivora kurz besprochen. Es gibt durchaus Beobachtungen, dass Brandgänse mit Füchsen im selben Bausystem leben und der Fuchs diese Tiere also auch in Ruhe lässt und nicht attackiert. Stichwort Burgfrieden, die Begründung
hatten wir damals besprochen, kann zweierlei sein. Entweder die Frage, zieht der Prädator durch das Erbeuten von anderen Tieren in seinem unmittelbaren Bauumfeld, würde man dann sagen, weitere Prädatoren auf sich, kann man so sehen. Ich persönlich halte es für wahrscheinlicher, dass es eher mit der evolutiven Entwicklung des Beutefangreflexes oder des Beutefangverhaltens zusammenhängt bei den Prädatoren, die im unmittelbaren Bereich ihres Baus einen reduzierten Beutefangreflex haben oder Beutefangverhalten, auch ein reduziertes Beutefangverhalten aufweisen, damit nicht die eigenen Tiere auch letztendlich damit versehen zu Schaden kommen. Nahrungsaufnahme der Brandgänse erfolgt typischerweise im Watt. Das heißt, wenn man mal irgendwo an der Nordsee sich befindet, wird man im Wattenmeer immer solche Brandgänse auch beobachten können. Ja, wir kommen jetzt nochmal zu zwei Arten, die wir ganz kurz und vielleicht ein bisschen am Rande erwähnen, die aber nicht unwichtig sind, vor allen Dingen, weil sie vermutlich zunehmen werden in naher Zukunft, weil sie beide Neozoen sind und dementsprechend man auch in den nächsten Jahren sich darüber klar werden muss, wie geht man mit diesen Neozoenarten um. Da haben wir zum einen mal die Rostgans, Tadorna ferruginea, also auch wie der Gattungsname schon sagt, eine nahe Verwandte der Brandgans, ist eine Art eigentlich der asiatischen Steppenregionen, der asiatischen Halbwüstenregionen, ist aber auch bis Südosteuropa verbreitet gewesen. In Südosteuropa, gerade in Rumänien, Bulgarien, war sie lange Zeit weitgehend verschwunden oder sehr selten geworden. In Mitteleuropa können wir sie seit dem etwa 17. Jahrhundert nachweisen, also schon sehr früh. Rostgänse, ähnlich wie die Brandgänse, brüten auch in Höhlen. Was man mit ihnen machen soll in Zukunft, wie man mit ihnen umgehen soll, ist eine interessante Frage. In den meisten Ländern unterliegt sie dem Jagdrecht, hat ganzjährige Schwundzeit zurzeit. Es gibt aber Diskussionen, es gibt Forderungen, hier diese Tiere deutlich zu reduzieren, weil als Neozoan man im Grunde nicht so recht weiß, wie sie letztendlich mit anderen heimischen Tierarten interagiert. Sie ist sicherlich keine klare invasive Art, das kann man so definitiv wohl schon sagen, sodass man wahrscheinlich überlegen muss, ob nicht schlichtweg eine nachhaltige Nutzung die Lösung wäre, mit dieser Tierart umzugehen. Denn jetzt ist es das klassische Problem des mitteleuropäischen, vor allem deutschen Naturschutzes, eigentlich immer zwischen den Extremen auch zu changieren, zwischen Totalschutz auf der einen Seite und massiven Vernichtungskampagnen auf der anderen Seite. Das ist insgesamt, wird das auch wenig verstanden in der Öffentlichkeit, sondern ich denke, da muss man sich auf eine moderatere Form, letztendlich etwa nach Form nachhaltigen Nutzung, immer wahrscheinlich einigen. Diese Extreme haben wir öfter. Ein anderes Beispiel sind ja die Nandus in Norddeutschland. Auch da war man lange Zeit auf der Totalschutzschiene. Auch das sind natürlich eindeutig Neozoen. Auch das sind vermutlich nicht invasive Tiere. Und im Moment geht das Pendel eher in die andere Richtung. Da geht es aber auch in die Richtung einer regulären Nutzung wahrscheinlich. Ja, das war so erstmal die Rostgans. Und jetzt haben wir noch eine weitere Gans, die immer wieder auch gerade in den Medien zurzeit auftaucht, die wir auf jeden Fall auch mal kurz erwähnen wollen und die, über die Sie vielleicht auch bitte noch ein bisschen selber sich informieren. In der ganzen Tiefe können wir das jetzt hier nicht leisten, auch gerade das Management-Thema, was wir natürlich dann auf jeden Fall wieder im fünften Semester aufgreifen werden. Die Nilgans, der Name sagt es schon, ist eine Art des afrikanischen Kontinents. Interessant ist, die Nilgans nicht überall Nilgans heißt, woanders heißt sie auch Fuchsgans, wobei der Begriff Fuchsgans nicht ganz klar ist, wo er herkommt. Also sie brütet eigentlich nicht unbedingt in Höhlen, das macht eher die Rostgans. Sie brütet eher auf Bäumen und sonst auf dem Boden. Vielleicht wegen der fuchsroten Färbung des Deckgefieders, was man hier sieht. Ich weiß es nicht. Aber Nilgans trifft die Sache natürlich ein bisschen besser. Ägypten, Nordafrika, aber auch große Teile Äquatorialafrikas sind das klassische Verbreitungsgebiet dieser Gans. Sie ist in Mitteleuropa im 18. Jahrhundert, eigentlich spätestens seit dem 18. Jahrhundert präsent. Vor allen Dingen durch Tiere, die aus Gehegehaltung entkommen sind. Nilgänse,
da kommt jetzt ein bisschen das Problem der, die Frage der Invasivität ins Spiel. Nilgänse haben eine relativ ausgeprägte Territorialität während der Brutzeit. Das heißt also, sie verteidigt ihr Brutterritorium nicht nur gegen andere Nilgänse, sondern eben auch gegen alle möglichen anderen Wasservogelarten. Und das führt natürlich bei der zunehmenden Dichte von Nilgänsen an einem Gewässer durchaus zu Problemen mit anderen Wasservogelarten. Und hier könnten wir vielleicht von der Invasivität ausgehen. Das heißt also, hier ist die Tendenz vermutlich eher in Zukunft diese Tierart sehr intensiv zu bejagen. Das ist aber im Moment auch noch alles in einem, ja, sagen wir, Diskussions- und Meinungsprozess. Auch dabei werden wir uns natürlich im 5. Semester im Wildtiermanagement intensiver unterhalten. Ja, damit sind wir jetzt also über die Gänse, die Halbgänse, die ganzen Zwischenformen bei den Enten angelangt. Und bei den Enten unterscheiden wir zwischen zwei großen Gruppen. Das eine hatte ich hier am Beispiel der Schwäne schon mal ein bisschen skizziert. Bei den Enten gibt es eine Gruppe, die nennt sich Bründelenten. Und die machen genau das, was Sie hier auf diesem Bild sehen können. Die suchen ihre Nahrung am Gewässergrund, da der Nahrung gründeln. Das heißt praktisch, dass mit dem Kopf bis zum Gewässergrund hinabtauchen, aber ohne, dass der ganze Vogel taucht, sondern der wesentliche Teil des Körpers und der Stoß bleibt oberhalb der Wasseroberfläche. Das kann man hier am Schlossteich sehr schön mit unseren Stockenten auch beobachten. Die andere Gruppe von Enten sind die Tauchenten. Und die Tauchenten fallen dadurch auf, dass sie ihre Nahrung unter Wasser suchen. Ich versuche die mal so ein bisschen zu skizzieren. Schön ist das nicht, das sehe ich schon. Naja, sieht aus wie eine Möwe, aber egal. Das Wesentliche ist zu sehen. Die Tauchenten liegen relativ tief im Wasser, also sie liegen nicht praktisch wie so ein Boot auf dem Wasser, sondern sie liegen eher wie so ein U-Boot im Wasser. Der Stoß ist typischerweise unter der Wasseroberfläche, daran erkennt man sie auch. Und sieht aus wie eine Möwe mit Helm. Egal. Also das soll jetzt hier eine Tauchente sein. Und die gründeln eben nicht, sondern die machen dann einfach so einen kleinen Satz und tauchen dann richtig bis zur Gewässeroberfläche, zum Gewässergrund. Dort suchen sie dann ihre Nahrung mit den Schwingen rudernd und kommen dann wieder nach oben. Ja, ökologisch gesehen bedeutet das natürlich auch, dass sie unterschiedliche Verbreitungsgebiete haben, jetzt lachen Sie nicht so, dass sie unterschiedliche Verbreitungsgebiete haben oder unterschiedliche ökologische Zonen haben, kann man sagen. Wir haben also an den Ufern oder an den Flachwasserzonen eben mehr die Gründelenten, so ähnlich wie auch die Schwäne. Und wir haben dann, je weiter wir ins tiefe Wasser kommen, mehr die Tauchenten, die dann praktisch wirklich über mehrere Meter Wassertiefe auch zum Grund tauchen können. Und wir haben dann, um das Ganze noch so ein bisschen weiter auch sich zu verdeutlichen, noch weiter zum Tiefwasser hin auch die Säger, die dann praktisch im Wesentlichen von Fischen lebend im tiefen Wasser nach Fischen auch tauchen können oder nach Muscheln am Gewässergrund tauchen können. Also die ökologische Abfolge, wenn Sie das so wollen, beginnt eigentlich auf den Wiesen, auf den Feuchtwiesen, wo wir vor allen Dingen die Gänse haben bis zum Ufer, auch die Schwäne dann zum Teil noch. Dann kommen im Grunde eine Flachwasserzone mit Schilf, wo wir dann die Gründelenten vor allen Dingen finden. Und wir haben dann im Tiefwasserbereich die Tauchenten und die Säger. So kann man sich das eigentlich in der ökologischen Abfolge vorstellen. Ja, die Stockente ist eine völlig häufige Art. Wie gesagt, hier in Tharandt ist es im Wesentlichen die Ente, die wir sehen hier. Wenn Sie die Weißeritz entlang gehen oder wenn Sie den Schlossteich sich anschauen, dann treffen sie dort im Wesentlichen Stockenten. Sie ist über die gesamte nördliche Halbkugel verbreitet als Brutvogel. Bei uns überwintert sie sowohl im Binnenland als auch in der Küste. Sie ist oft in futterzahmen Populationen, Teilpopulationen vorhanden, die auch gar nicht mehr wegziehen. Sie ist extrem anpassungsfähig an verschiedene Biotope. Eigentlich, wo irgendwo eine Pfütze ist, wo irgendwo ein bisschen Wasser ist, kann man sagen, findet sich immer noch ein Stockente oder sogar ein Stockentenpärchen.
Besonders sind natürlich klar hier die flachen vegetationsreichen Gewässer, aber auch jeder Entwässerungsgraben, jeder kleine Bach, solange das Ufer genügend Deckung hat, ist für die Stockente geeignet. Stockenten sind ja omnivor, kann man fast sagen. Sie gilt als das Schwein unter den Enten. Das heißt, Stockenten fressen eigentlich alles. Alles natürlich nicht, aber eben ein riesiges Spektrum, beginnen bei Pflanzensamen, Pflanzenknospen, Trieben, Wasserpflanzen, dann aber auch Gräser, Getreide, dann tierische Nahrung in Form von Insekten, in Form von Würmern, in Form von Muscheln, kleinere Fische, Kaulquappen, Frösche, also letztendlich Lurche, gelegentlich immer Kriechtiere, wenn sie finden. Also das ist also ein riesiges Spektrum an Nahrung, was die Stockente nutzen kann. Und interessant ist, dass zu bestimmten Jahreszeiten auch unterschiedliche Nahrungsbestandteile vermehrt genutzt werden. Also gerade zu Zeiten der Mause, also jetzt im Sommer, kann man auch hier in der Weißeritz beobachten, wie Enten eben eher zum Beispiel kleine Fischchen erbeuten, weil dann in der Zeit, wo das Gefieder gewechselt wird, natürlich entsprechende Proteine, tierische Proteine für den Gefiederaufbau auch notwendig sind. Dafür ist dann im Herbst oder im zeitigen Frühjahr der pflanzliche Anteil überwiegend. Im Jahresmittel kann man sagen, tierische und pflanzliche Nahrung hält sich ungefähr die Waage. Probleme können Stockenten kriegen, wenn lange, harte Frostphasen auftreten, wenn also die Gewässer zufrieren und die Enten einfach in den Gewässern keine Nahrung mehr erreichen. Dann muss man im Grunde auch an den Gewässern zufüttern, um diese Tiere nicht verhungern zu lassen. Es sei denn, sie kommen rechtzeitig in den Zug rein und verlassen die Gegend, was dann auch oft passiert. Aber die Futterzahnpopulationen machen das eben nicht immer. Die Mauser bei den Enten ist ganz interessant und hat eigentlich drei wesentliche Abschnitte. Ich würde das mal exemplarisch hier an der Stockente kurz erläutern. Im Übrigen sehen Sie hier vorne auch eine Stockente sitzen. Das ist diese hier. Aber wie gesagt, die können Sie eigentlich auch jeden Tag draußen vor der Tür sich angucken. Wir haben im Grunde drei Mausern der Enten. Das ist die Frühjahrsmauser, die Sommermauser und die Herbstmauser. Im Frühjahr kommt es zur sogenannten Kleingefiedermauser. Die Kleingefiedermauser ist die Mauser, die praktisch dieses ganze Federkleid hier um den Kopf, Hals, Brust, Bauch austauscht. Also die Federn, die letztendlich nicht zum Fliegen erforderlich sind. Das sind bei der Ente oder bei den Entenarten vor allen Dingen auch die bunten Federn, die der Erpel hat. Die Enten haben einen Geschlechtsdimorphismus in allermeisten Fällen. Die Erpel sehen deutlich bunter aus als die Enten. Und dieses bunte Kleingefieder wird im Grunde im Frühjahr ersetzt durch ein etwas weniger farbenprächtiges Schlichtkleid beim Erpel. Das heißt, im Sommer, das heißt so langsam beginnend jetzt, dann im Juli, August, kommt die Zeit, wo man, das mal versucht in diesem Bild hier zu verdeutlichen, vom Schlossteich, wo man im Grunde nur noch weibliche Enten in Anführungsstrichen sieht und keine Erpel mehr. Das stimmt natürlich nicht, sondern was Sie sehen, sind Erpel im Schlichtkleid, die also ihr farbenprächtiges Gefieder gegen ein graubraunes Gefieder, wie die Ente auch, ausgetauscht haben. Und die Enten natürlich auch. Also das erkennt man dann einfach den Unterschied nur noch sehr schwer. Man sieht so ein bisschen am Kopf- und Halsgefieder, kann man die beiden Geschlechter unterscheiden im Sommer. Im Sommer selbst dann kommt es zur Großgefiedermauser. Das ist das, wo die Tiere auch Ruhe brauchen, wo die Tiere auch Schutz vor Predatoren brauchen. Wir haben das eben bei der Brandgans oder Brandente kurz gesehen. Die machen sogar ganze Mauserzüge. Die Großgefiedermauser, also Flügel, Schwingenfedern und Stoßfedern, werden im Juli gemausert, und zwar interessanterweise fast alle auf einmal. Das heißt, das geht sehr schnell. Und dann sind die Enten für ein paar Wochen definitiv flugunfähig. Die Erpel natürlich auch. Das heißt also, hier ist eine Phase, wo die Tiere extrem vulnerabel gegenüber Prädation sind, extrem verwundbar sind, wo auch jeder aus Versehen ins Wasser oder ins Schilf mal stöbernde Hund diese Enten auch sehr leicht erbeuten kann. Natürlich auch Füchse und andere Prädatoren. Das ist die Phase, wo wirklich die Ente sich zurückzieht, wo man sie auch seltener sieht, wo sie wirklich sich kaum bewegt, wo sie versucht, auch wo es möglich ist, auf die offene Wasserfläche dann auszuweichen, um der Prädation im Uferbereich zu entgehen, weil sie definitiv gut fliegen kann. Und die Herbstmauser ist dann wieder eine Kleingefiedermauser, dann geht es also praktisch wieder andersrum. Dann legt der Erpel praktisch auch wieder dieses
typische bunte sogenannte Prachtkleid an, was er dann letztendlich ja vor allen Dingen für die Balz im Ausgang des Winters dann auch braucht, und dass er dieses Prachtkleid seinen Sinn hat. Nebenbei bemerkt, zum Thema Prachtkleid, Vögel können natürlich Farben sehen, sonst würde dieser ganze Aufwand, den der Treiber keinen Sinn machen, was ja bei den Säugetieren mit der Farbsehfähigkeit, ist eben nicht so weit her, die sehen ja im Wesentlichen die Dinge in einem hochdifferenzierten Schwarz-Weiß, besser als wir auf einem Schwarz-Weiß-Bild, aber eben nicht diese bunten Farben, während Vögel, davon geht man aus, diese Farben erkennen können. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, Balz, Enten leben monogam, also mit einem Partner, entweder über die Saison oder auch über mehrere Jahre. Bereits im Herbst finden sich die Partner und bleiben dann paarweise in einem größeren Verband über den Winter zusammen. Dann kommt die eigentliche Reihezeit, also die eigentliche Fortpflanzungszeit im Februar, März. Das kann durchaus sein, dass zu der Zeit noch, bis in diese Zeit noch unter den Erpeln auch relativ heftige Produktionskämpfe stattfinden, einfach dann, wenn zu viele Erpel da sind. Das Nest wird am Boden klassischerweise gebaut, aber leider Name Stockente ist ja nicht ganz ohne Grund, warum sie Stockente heißt, also auf Baumstümpfen oder vor allem auf höheren Baumstümpfen. Früher hatte man sehr häufig zu den Kopfweiden, sieht man heute im Landschaftsschutz oder Landschaftsgestaltung auch immer wieder. Also im Grunde Weiden entlang von Gewässern. Früher wurde zur Nutzung für Korbflechter immer wieder die jungen Triebe dieser Weiden beschnitten, sodass diese Weidenstämme insgesamt eine Art Plattform an der Oberfläche, an dem oberen Ende bilden, wo dann praktisch die Triebe immer austreiben. Und diese Kopfweiden sind auch klassische Brutorte für die Stockente. Ja gut, dann gibt es noch das Beispiel, dass auch Enten in alten Krähennestern auf Bäumen durchaus schon als Brutvögel gefunden wurden. Es werden dann 8 bis 14 Eier, die etwa ja blassgrün sind, kann man sagen, gelegt. Es wird 4 Wochen lang gebrütet. Die jungen Enten sind, das ist bei den Entenvögeln im Allgemeinen, so Nestflüchter. Der Schof, also die Gruppe der Jungtiere, wird dann sehr bald auch vom Nest zum Wasser geführt. Der Erpe beteiligt sich im Gegensatz zu dem Ganter bei den Gänsen nicht an der Brutpflege. Es wird im Allgemeinen eine Brut pro Jahr stattfinden. Nur wenn das Gelege verloren geht durch Predatoren, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann kann es auch zu einer Nachbrut kommen. Predatoren sind zahlreich. Eigentlich gibt es fast kaum eine Predatorenart, die für die Ente nicht relevant ist. Die Greifvögel, vor allen Dingen die großen Greifvögel an den Gewässern, das sind zum Beispiel der Seeadler, so auch der Habicht beispielsweise, dann die Rabenvögel, die vor allen Dingen die Gelege und die Jungenten erbeuten. Alle Arten von Landraubtieren, kann man sagen, die sowohl die erwachsene Ente als auch die Eier als auch die Jungtiere erbeuten. Ratten sind ein großes Problem für die Eier, gerade im urbanen Raum. Aber eben auch große Raubfische, also Hecht und Wels, sind für die Jungenten durchaus mal ein Problem. Ist nicht unbedingt quantitativ, aber es kommt vor. Und wir sehen eben auch das Problem der Neozoen, gerade bei den Enten, auch bei den Stockenten, wo beispielsweise Waschbären auftreten, kommt aus der Praxis zumindest ganz klar die Information, dass hier die Enten, die Stockentengelege und auch die Stockenten insgesamt massiv zurückgehen. Das heißt also, offenbar scheint hier der Waschbär auch eine zentrale Rolle zu spielen. Enten können regulär bejagt werden, auf verschiedene Jagdarten. Problem bei der Bejagung kann eigentlich nur sein, dass man im Grunde aufpassen muss, dass man die Schofe, die spät geschlüpft sind, also oft bei der zweiten Brut, erkennt, wo die jungen Enten noch nicht flugfähig sind und dann natürlich unbedingt die Mutterente auch schonen muss. Ansonsten kann man Stockenten regulär nutzen. Es gibt sie häufig und Bejagung ist eigentlich in allermeisten Fällen nachhaltig. Wir bleiben jetzt bei einigen Beispielen noch für Schwimmenten oder für Gründelenten. Also die Gründelenten werden oft auch Schwimmenten genannt, stimmt aber eben nicht ganz, weil sowohl Gründeln als auch Tauchen hebt eben auf die Nahrungsbeschaffung vor allen Dingen ab. Und die Schwimmenten machen das ja eben nicht im Schwimmen, sondern es sind Gründelenten, weil sie ihre Nahrung im Gründeln erwerben. Die Schnatterente
gekennzeichnet eigentlich durch so ein bisschen, ja, fast perlunartig gefärbtes Brustgefieder, ansonsten insgesamt sehr grau mit einem hellen Stoß, also mit schwarz und weiß, also mit dem schwarzen Stoß und hellen Handschwingen, ist eine Entenart für Europas, Asiens, das westliche Nordamerika, in Deutschland vor allem im Brutvogel an der Ostseeküste und in Schleswig-Holstein. Die Spießente ist relativ auffällig. Ihren Namen hat sie von dem sehr lang ausgezogenen Stoß, der praktisch wie so ein spießförmig imponiert. Auch hier ein Brutvogel des nördlichen Europas, Nordamerikas, in Deutschland vor allen Dingen Art der Küsten, kommt auch im Binnenland gelegentlich vor, meistens Teilzieher, das heißt also ein Teil des lokalen Bestandes der Population zieht im Winter weg, ein Teil bleibt, wenn die entsprechenden Witterungsverhältnisse nicht zu rau werden. Die Löffelente, der Name deutet es eigentlich bereits an, ist ganz klar zu erkennen an ihrem breiten, löffelförmigen Schnabel. Und das zeigt natürlich dann auch, wo die Nahrung vor allen Dingen, welche Nahrungsbasis sie hat. Das ist natürlich vor allen Dingen auch kleine Wasserlebewesen, Plankton und dergleichen, die sie praktisch wie so ein Schaumlöffel aus dem Wasser heraus filtert. Sie brütet in meisten Teilen Europas, in Asien, Nordamerika. Sie brütet nicht nördlich des Polarkreises und sie brütet auch nicht im Osten Kanadas. Ansonsten finden wir sie eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Überwintern, Winterungsräume sind Ostafrika, der Persische Golf, Sri Lanka, Burma, der Süden Chinas, Japan, Mittelamerika, Florida, Kalifornien, also je nachdem, wo die Brutgebiete sind, überwintert sie meistens etwas weiter im Süden. Nur mal am Rande bemerkt, gerade Sri Lanka oder Burma, also das heutige Myanmar, werden bei Überwinterungsgebieten immer sehr häufig genannt. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass sämtliche Vögel dieser Welt jetzt nach Sri Lanka fliegen wollen, sondern hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es beides Teile des ehemaligen britischen Empire sind oder waren. Und die Briten haben ähnlich wie die Deutschen auch relativ früh schon Vogelwarten gegründet. Und in diesen Vogelwarten hat man im Grunde vor allem mit Beringung gearbeitet. Man hat also Tiere, die man im Brutgebiet gefangen hat, beringt und konnte dann schauen, wo finde ich diesen Ring wieder. Und es gab eben solche Vogelwarten sowohl auf Burma, also im heutigen Sri Lanka, im heutigen Myanmar oder auch auf Sri Lanka, sodass man dort eben sehr häufig Funde von Zugvögeln hat. Und das wird natürlich dadurch, ist etwas überbetont, dass hier immer wieder auch Überwinterungsgebiete liegen. Ja, im Osten Deutschlands ist die Löffelente eher häufiger. Im Westen finden wir sie eigentlich nur vereinzelt. Und auch hier haben wir es mit einem Teilzieher zu tun. Im Winter zieht sie normalerweise weg. In den letzten Jahren hat das aber gerade mit vielen milden Wintern auch nachgelassen und hier bleiben im Winter bei uns. So, wir bleiben bei den Gründelenten, aber wir kommen jetzt zu den sogenannten Halbenten. Was sind nun wieder Halbenten? Also langsam wird es ein bisschen bunt. Also wir haben die Gründelenten und die Tauchenten. Wir werden nachher noch sehen, wir haben die Süßwasserenten und die Meerenten. Da komme ich gleich mal drauf. Und wir haben jetzt auch noch die Halbenten. Halbenten ist aber eher ein Ausdruck der Nutzungsphilosophie. Man könnte auch sagen, der Bratpfannenphilosophie. Weil die Halbenten sind von der Größe her deutlich kleiner als die Stockente beispielsweise. Eine Halbente ist etwa halb so groß wie eine Stockente. Und davon passen dann eben zwei in die Bratpfanne statt einer. Das heißt also, dieser Begriff ist eigentlich mehr kulinarisch letztendlich bedingt, nicht biologisch. Die wichtigste Halbente ist eigentlich die Krickente, eben auch eine Gründelente, brütet in Europa, Asien im Grunde von Island bis Japan durchgehend. Ist ein Teilzieher, Überwinterungsregionen sind Nordafrika, sind der Iran, Indien, auch hier wieder Sri Lanka, der Süden Chinas und die Philippinen. Auch die Philippinen haben übrigens interessante Vogelwarten. Krickenten in Deutschland überall verbreitet, ist aber insgesamt seltener als die Stockenten. Erkennung, wie gesagt, das
Der Geschlechtsdimorphismus heißt oder führt dazu, dass wir bei den Enten die Erpel immer viel leichter unterscheiden können als die weiblichen Individuen die Enten. Der Erpel bei der Krickente ist eigentlich gekennzeichnet durch diesen dunkelbraunen Kopfbereich und diesen grünen, diese grüne Fläche um das Auge herum. Die Knäkente, etwa ähnlich groß wie die Krickente, gekennzeichnet durch einen wenig ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus und durch einen, ja, weißen mit schwarzem Streif versehenen Fläche um das Auge. Ansonsten insgesamt eher grau-braun, mit zum Teil hellem Bauchgefieder. Knäkenten sind Brutvögel im Süden Englands, im Süden Schwedens, Finnland, Russland, dann über weite Teile Asien verbreitet. Im Süden gehen sie bis Italien, bis Frankreich, im Südosten bis nach Kleinasien, im Osten bis in die Mandschurei und ins nördliche Japan. Überwinterungsregion ist eigentlich das Mittelmeergebiet, aber auch durchaus das tropische Afrika, Südostasien und Neuguinea. In Deutschland finden wir Knäkenten vor allen Dingen in Norddeutschland und wir finden sie vor allen Dingen als Brutvögel östlich der Elbe. Zu Zeiten des Zuges finden wir Knäkenten allerdings in allen Teilen Deutschlands. Ja, jetzt kommen wir zu den Tauchenten. Da haben wir die Kolbenente. Die Kolbenente ist eine klassische Art von Küstenregionen Südeuropas. Also in Spanien finden wir Kolbenenten häufig, wir finden sie in Süditalien, wir finden sie in Südfrankreich, in Mitteleuropa, zum Teil auch an der Nord- und Ostseeküste, am Bodensee, am Ismainiger See, bei München. Also die kommt vor, aber sie kommt deutlich seltener vor. Sie ist eine Süßwasserente, sie brütet also am Süßwasser. Jetzt kommen wir zu diesem Begriff der Süßwasserenten und Meerenten, den wir im Wesentlichen bei den Tauchenten finden. Also Sie merken, das ist nicht ganz einfach. Also die Tauchenten unterscheiden wir letztendlich in Süßwasserenten und Meerenten, je nachdem, ob sie am Süßwasser oder am Meer brüten. Und sie ist auch ein Teilzieher. Erkennbar ist die Kolbenente natürlich durch diese ja sehr, sehr klare Farbabstufung beim Erpel, also dieses dunkelbraune, fast schwarze Gefieder im Brustbereich, der braune Kopfbereich und der rote Schnabel sind also die eingängigsten Merkmale, wo man den Kolbenerpel erkennen kann. Eine weitere wichtige Tauchente, die Tafelente. Die Tafelente, auch hier wieder Bratpfannenphilosophie, heißt deshalb Tafelente, weil es eine der Tauchenten ist, die man noch halbwegs essen kann. Hat damit zu tun, dass Tauchenten aufgrund ihrer sehr stark tierischen Nahrung, also Fische und Krebse und Muscheln, insgesamt eher tranig schmecken. Und dabei ist die Tafelente noch die Tauchente, die letztendlich am besten schmeckt. Generell sieht man immer bei diesen Tauchenten, wenn man die brät, die Haut ab, die dann diesen lebertranartigen Geschmack vor allen Dingen hatte. Tafelente ist die häufigste mitteleuropäische, in Mitteleuropa auch brütende Tauchente. Überwinterungsregion ist das Mittelmeer bis Nordafrika und auch sie brütet am Süßwasser, ist also eine Süßwasserente. Die Moorente ist ein Vogel, auch hier eine Tauchente, klar, Brutvogel in Süd- und Osteuropa, ist eher auch östlich der Elbe zu finden und ist ebenfalls eine Süßwasserente, ist durchaus insgesamt braune Gefieder, brauner Kopf, braune Brust. Ja, zu unterscheiden, nicht so ganz einfach zu unterscheiden, aber eben schon auch der Erpel zumindest zu erkennen. Auch für den Laien eigentlich ganz gut. Eine weitere, auch sehr typische, sehr auffällige Tauchente ist die Reiherente. Die Reiherente heißt deshalb Reiherente. Man kann es hier diesem Bild ganz gut sehen. Wir haben hier also diesen ja fast stahlblauen Kopfbereich und hier hinten ist so ein Federbüschel dran, so eine kleine Federhaube, die an einen Reiher erinnert. Das typisch gelbe Auge ist natürlich auch bezeichnend für diese Ente. Hat im Moment eine Ausbreitungstendenz, früher mehr in Nordeuropa und Osteuropa zu Hause, jetzt mittlerweile auch zunehmend in Deutschland im Brutvorkommen, ist eine der häufigsten Tauchenten neben der Tafelente
ist ein Teilzieher und ist ebenfalls eine Süßwasserente. Eine weitere Tauchente ist die Bergente. Die Bergente ist aber eine Art, die bei uns nicht brütet. Die brütet in den Polarregionen, vor allem im Norden Skandinaviens, in Island und in Deutschland als Überwinterungsgast. Da kann man sie gelegentlich sehen. Auch hier die dunkle Kopf-Brustregion und dieses perlonartig gefärbte Deckgefieder plus das weiße Gefieder der Flanken ist eigentlich hier kennzeichnend für den Erpel. Als Forstleute sollten Sie unbedingt die Schellente kennen. Warum das? Da kommen wir gleich mal drauf. Das hat mit ihrer Brutbiologie und ihrem Lebensraum zu tun. Schellente ist ein Brutvogel vor allen Dingen Skandinaviens, Mecklenburgs, große Teile Polens, also Westpreußen, Westschlesien, in Deutschland im Wesentlichen auch in Sachsen vorkommt, auch zum Teil in Brandenburg. Ist eine Art, die eigentlich im Winter ziemlich regelmäßig im Mittelmeerraum zieht, bei uns im Winter oder im Herbst oder auch Winter sehr viele durchziehende Vögel zu beobachten. Der Name Schellente kommt von dem Ruf dieser Ente, der an einem Glockenklingeln, der Begriff der Schelle, kommt hier dann also vor, erinnert. Interessant ist, und deshalb auch für Förster eben interessant, sie nutzt vor allen Dingen Baumhöhlen und Astlöcher als Brutplätze, braucht also Wälder, braucht also alte Bäume, braucht idealerweise auch Totholz und braucht vor allen Dingen auch große Spechte, das heißt also den Grünspecht und den Schwarzspecht, weil das die Arten sind, die diese Höhlen natürlich herstellen. Und so eine Ente ist, können Sie sich gut vorstellen, nicht unbedingt in der Lage, Baumhöhlen herzustellen. Sie brütet typischerweise an Gewässern im Wäldern, legt im April, Mai etwa 6 bis 14 Eier, brütet gut und gerne 4 Wochen. Und dann ist es ganz interessant, dann kommen diese jungen Enten aus diesen Baumhöhlen irgendwie, müssen die ja runterkommen. Das heißt, sie können mit Hilfe von sehr scharfen Zehenkrallen aus der Baumhöhle rausklettern und dann in die Tiefe springen. Ich versuche das mal hier so zu skizzieren. Wenn das jetzt hier der Baum ist, und hier die Baumhöhle ist, und das hier drin sozusagen weitergeht, dann werden ja die jungen Enten irgendwo hier unten sitzen und dann müssen die praktisch mit ihren Krallen sich hier hocharbeiten und müssen dann aus der Baumhöhle raushüpfen und lassen sich dann zu Boden fallen. Das kann durchaus mal ein paar Meter Distanz sein. Dazu dient letztendlich dieses sehr stark bremsende Daunengefieder, was die jungen Vögel haben, die dann im Grunde das Wasser wie eine Fallschirmwirkung hat. Wir haben es auch im Eichhörnchen schon mal besprochen, also bestimmte Fell- oder Federstrukturen können eben, wenn die Tiere leicht genug sind, diese im Fall auch sehr gut abbremsen, sodass diesen Tieren dabei normalerweise nichts passiert. Und wenn die dann unten alle angekommen sind, dann kommt die Ente und führt sie praktisch wieder im Gänsemarsch zum Gewässer. Und auch die kleinen Schellenten können natürlich sofort gut schwimmen und auch sehr gut tauchen, wie sich so eine ordentliche Tauchente gehört. Ja, die Eisente, die sehen wir jetzt hier vorne als Präparat. Die Eisente, wir kommen jetzt zu den Meerenten. Also wir waren bislang bei den Süßwasserenten und bei den Tauchenten. Wir kommen jetzt zu den Meerenten. Die Eisente ist ein Brutvogel klassischerweise Nordeuropas, ist in Deutschland im Winter vorhanden, ist an der Ostseeküste und in sehr kalten Wintern auch an der Nordseeküste vorhanden. Und wie gesagt, brütet am Meer. Die Samtente sehen wir hier vorne auch als Präparat. Ist ein Brutvogel Nordeuropas, auch wie die Eisente. Überwinterungsregion ist die Ostsee- und Nordseeküste. Gelegentlich finden wir dort im Sommer auch mal Samtenten und ist auch eine Meerente. Die Trauerente, ebenfalls ein Brutvogel Nordeuropas, auch hier Wintergast an Nord- und Ostseeküste, auch hier gelegentlich im Sommer anzutreffen. Die Eiderente ist ebenfalls eine Meerente, also auch wieder hier unter den Tauchenten eine Meerente. Und wir sehen hier eine weibliche Eiderente hier vorne. Die weibliche Eiderente im Vergleich zur männlichen, die Sie hier auf dem Foto sehen, eher unauffällig.
eigentlich das Typische ist dieser etwas kegelförmig verlaufende Schnabel-Schnabel-Ansatz. Bei einem Erpel ganz typisch eine, ja, so schlammgrün-weiß-schwarze Kopffärbung mit großen Teilen des Gefieders dann in schwarz-weiß, also eigentlich unverkennbar, auch relativ groß, eigentlich deutlich größer. Man sieht das hier im großen Vergleich auch schon mit der Stockente deutlich größer als die Stockente. Diese Kopfform, ich versuche es mal hier ein bisschen ins Bild zu drehen, erkennt man also auch bei der weiblichen Ente. Alle Enten sind klassische Bewohner der arktischen und subarktischen Küsten. Im Süden kommen sie im Grunde vor bis nach Schweden, bis nach Dänemark. Die südlichsten Vorkommen in Deutschland gelegen sind die Inseln Sylt, Amrum und Jüst. Aber das ist dann auch schon wirklich das höchste der Gefühle nach Süden hin. Ansonsten klassische Art des hohen Nordens. Aber sie überwintert natürlich an der Nordseeküste, bleibt dort dann oft aber auch den Sommer. Und sie überwintert auch zum Teil an der französischen und spanischen Atlantikküste. Sie ist eine Art, die sehr streng an das Meer gebunden ist. Sie brütet typischerweise in Dünenlandschaften, zum Teil in Strandhaferbeständen. Sie nutzt im Grunde flache Bodenvertiefungen, die dann massiv, das sieht man hier im Bild, mit Daunen ausgepolstert werden. Und brütet auch typischerweise in Kolonien. Das Gelege wird für die Region des hohen Nordens eigentlich typisch relativ spät angelegt, im Mai, Juni. Sie legt 4 bis 12 Eier, sie brütet etwa 25 bis 30 Tage. Und interessant ist eben auch, dass diese Eierenten bei der indigenen Bevölkerung dieser Region eine sehr intensive Nutzung erfahren haben in der Vergangenheit, zum Teil aber auch heute noch. Eigentlich liefern sie so ziemlich alles, was so die, wie man sagen würde, Livelihoods erfordern. Sie liefert Daunen für die Kissen, die man dann in die Betten stopfen kann. Sie liefert Eier und sie liefert natürlich auch die Ente, die man vielleicht noch fangen kann. Das ist natürlich fast eine Exploitationsnutzung dieser Tiere. Die geht so lange gut, solange die Populationsdichte der Menschen niedrig ist. Also dort, wo es wenige Menschen gibt an den nordischen Küsten, hat das über Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende gut funktioniert, diese Nutzung der Eierenten. In dem Moment, wo die Menschen häufiger werden und die Enten nicht häufiger werden, ist das natürlich eine nicht unbedingt nachhaltige Nutzungsform, die auch wirklich nur in bestimmten Regionen der indigenen Bevölkerung soweit vorbehalten bleibt und bleiben sollte. Ja, das ist vielleicht nur eine kleine Besonderheit Richtung Management bei der Eierente noch. Damit sind wir jetzt aber auch mit den Tauchenten und mit den Meerenten auch durch. Das heißt also, wir haben damit das Kapitel Enten abgeschlossen. Ich wiederhole mal ganz kurz die eigentlichen Enten, Gründelenten, Tauchenten. Tauchenten wiederum teilen sich in Meerenten und Süßwasserenten. Der Begriff Halbente ist eher was Kulinarisches. Und wir kommen jetzt praktisch zu der vierten Gruppe der Entenvögel, der Anatidae. Und das sind die Säger. Wir hatten sie am Anfang schon mal ganz kurz dargelegt. Ökologischer Gradient, beginnen mit Gänsen und Schwänen im Feuchtwiesen, Uferflachwasserbereich, dann Gründelenten im Flachwasserbereich, dann Tauchenten im Tiefwasserbereich, bei den Binnengewässern jetzt, und dann an den Binnengewässern eben im Tiefwasserbereich, in der Mitte der Gewässer, der großen Seen, in der Mitte der großen Flüsse, aber eben auch an Stauseen, die Säger. Der größte, wie der Name schon sagt, ist der Gänsesäger. Auch sehr auffällig in seinem braunen Kopf und grauen Gefieder. Eine Art Nord- und Nordosteuropas, brütet bei uns in Deutschland, im Wesentlichen in Mecklenburg, in Schleswig-Holstein, in Bayern. In Sachsen gibt es auch den einen oder anderen. In strengen Wintern zieht er weg bis ins Mittelmeergebiet. Allerdings ist er auch in manchen Wintern, in den Milzen, durchaus hier anzutreffen. Und ist ein Felsen- oder Höhlenbrüter. Also wir haben jetzt hier, wenn wir uns mal die Höhlenbrüter uns anschauen oder den Entenvögeln, haben wir eigentlich drei, die ganz typische Höhlenbrüter sind. Weil hier waren das nochmal, das war die Brandente, Brandgans. Das war dann
eventuell noch die Ostgans als Nikozoon und dann für den Heimischen weiterhin die Schellente, die in Baumhöhlen blühte, und jetzt der Gänsesäger, die auch letztendlich in Baumhöhlen blühte. Es gibt noch den Mittelsäger, der vor allen Dingen auch in den Küstengebieten Nordostdeutschlands, Skandinavien, Island und Schottland vorkommt, der häufig zusammen mit Vergesellschaften und Gänsesäger lebt und der auch ein Teilzieher ist. Und dann letztendlich noch den Zwergsäger. Zwergsäger als letzte Art der Entenvögel sind, wie der Name schon sagt, deutlich kleiner. Mittelsäger, wie der Name schon sagt, sehr mittelgroß. Und der Zwergsäger ist eine typische Art des hohen Nordens. Ist ein klassischer Zugvogel. Das heißt, wir finden Zwergsäger bei uns definitiv nicht im Sommer, aber gelegentlich mal im Winter als Überwinterung. Ja, das waren die Entenvögel, das waren die vier Gruppen der Entenvögel. Ist ein bisschen komplex und ein bisschen kompliziert. Das soll es für heute gewesen sein. Und wir werden beim nächsten Mal wieder weiter einsteigen und mit den Bartvögeln, den Polen und das auch mit den Wiener Vögeln. Bis dann und bis zum nächsten Mal.